Die deutsche Kolonialgeschichte ist eben chronisch unterbeleuchtet. Und da hängt für mich viel gesellschaftlicher Wille dran, der sich eben auch mal in so einem Straßenschild zeigen kann. Und es geht einfach darum, auch zu zeigen, ja, in der Vergangenheit ist viel Unrecht geschehen, viele Grausamkeiten, mit denen wir uns nicht beschäftigt haben und wo wir uns irgendwie auf den Weg der Wiedergutmachung machen müssen. Das sogenannte afrikanische Viertel war um 1900 ein neu zu bebauendes Gebiet im Stadtteil Wedding. Und dort wurden Straßen ganz im Geiste der damaligen Kolonialmacht Deutschland nach afrikanischen Kolonien bzw. afrikanischen Ländern benannt. Davon sind drei Straßennamen besonders problematisch. Und zwar die nach Kolonialpolitikern bzw. Vertretern und Verfechtern des Kolonialismus benannt sind. Ich hoffe, dass eines Tages die Namen der vielen kolonialen Verbrecher von den Monumenten, Straßen, Plätzen und von Orten überall, nicht nur in Europa, für immer verschwunden sein werden. Da das für die Menschen in diesen Straßen, die umbenannt worden sind, tatsächlich ein gewisser Aufwand ist, versuchen wir natürlich auch durch Öffentlichkeitsarbeit und Hinweise, die Menschen ein bisschen zu gewinnen dafür, dass sie positivere Haltung auch dazu gewinnen können. Wobei, nebenbei gesagt, das Umschreiben der Personaldokumente kostet kein Geld, auch wenn das öfter anders gesagt wird. Die kriegen auch Extratermine und es gibt noch nicht mal eine Frist, bis wann man das erledigt haben muss. Grundsätzlich, glaube ich, sind Straßenumbenennungen in Berlin jetzt nichts Neues. Ne? In einer Stadt, die Drittes Reich erlebt hat, eine Teilung erlebt hat und eine Wiedervereinigung, wurden ständig sehr viele Straßen umbenannt. Dass wir jetzt aber endlich eine Straßenumbenennung erleben, die koloniale Täter aus diesem Stadtbild tilgt, ist etwas Besonderes. Diese Entscheidung ist Jahre alt, also wurde schon vor langem getroffen von der Bezirksverordnetenversammlung. Und die Umsetzung wurde durch die Anwohner und durch rechte Agitation lange verschleppt, zum Glück aber nicht verhindert. Also die Verwaltung selber entscheidet sich ja nicht aus sich selbst heraus, wann eine Straße umbenannt werden soll, sondern reagiert natürlich auf zivilgesellschaftliche Proteste gegen bestimmte Straßennamen. Und wir werden natürlich darauf hingewiesen, wenn die Diskurse laufen und Menschen nicht mehr damit einverstanden sind, dass es einen solchen Straßennamen geben muss, dann prüft im Grunde die Bezirksverwaltung, ob es dafür überhaupt eine rechtliche Grundlage gibt. Und ich finde, beim afrikanischen Viertel ist eine gute Lösung gefunden worden, dass man quasi im Kontext dieses Viertels jetzt nach denen Straßen benennt, die gegen das Kolonialsystem gekämpft haben und ihnen damit einen Namen gibt. Und das ist tatsächlich eine, finde ich, gute Lösung. Die deutsche Geschichte ist so grauenvoll und was uns beigebracht wurde, ist, dass wir das alles überstanden haben und die richtigen Lehren daraus gezogen haben und dass wir uns jetzt eigentlich richtig pudelwohl fühlen können und das ist leider einfach nicht so. Und immer wenn man Menschen wieder damit konfrontiert, kommt da eben eine heftige Gegenreaktion.
ja, mir fehlen eigentlich die Worte dafür. Also wenn meine Kollegen von Berlin Postkolonial kritische Führungen im afrikanischen Viertel machen, ist es keine Seltenheit, dass Eier oder Tomaten auf die fliegen, dass es zu tätlichen Übergriffen kommt. Also das sind extreme Reaktionen, die aber häufig, häufig kommen und die wir auch im Rahmen von Straßenumbenennungen sehen. Coming to terms with the past, also in Namibia, is a complex and slow process. Renaming streets may therefore not be an end in itself, but rather a tool supporting this process, leading to reconciliation for the living generations and those to come. Der schöne Ausblick ist ja eigentlich, dass sich dieses afrikanische Viertel, was ein riesiges kolonialrevisionistisches Projekt ist, dann umwandelt in ein antikoloniales Projekt. Weil wir haben plötzlich Namen, die WiderstandskämpferInnen ehren. Und das ist etwas, was wirklich besonders ist und was in Deutschland auch einmalig dann so sein wird, auf so einer kleinen Fläche. Und es ist eigentlich für uns bei Dekoloniale ein Grund zur Freude und ein Grund, auch Geschichtsarbeit dort mehr zu machen.